6 Prototyp im Test. In 2 Jahren soll der Rhein-Ruhr-Express die Fahrt mit Höchstgeschwindigkeiten durch das Ruhrgebiet ermöglichen. Dann sollen nämlich die ersten von 82 RRX-Zügen mit Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 160 Kilometern pro Stunde im Großraum Rhein-Ruhr fahren. Die neuen Züge sind derzeit auf den ersten Teststrecken unterwegs. Dabei wollen die Ingenieure testen, ob die komplizierte Technik auch richtig funktioniert. Sie sollen zukünftig eine 99%ige Verfügbarkeit für den fahrplanmäßigen Betrieb sicherstellen. Das Fahrzeugkonzept kombiniert hochwertige Ausstattung mit moderner Technik. 400 Sitzplätze stehen insgesamt zur Verfügung. Der RRX bietet zudem WLAN-Zugang und Steckdosen im gesamten Zug. Finanzspritze. Stadtwerke unterstützen MSV-Nachwuchs. Die Stadtwerke Duisburg AG, langjähriger Partner der Profimannschaft des MSV Duisburg, setzt sich nun auch für den Zebra-Nachwuchs ein. Vertreter des städtischen Energiedienstleisters überreichten heute einen Scheck in Höhe von 1.500 Euro für das MSV-Nachwuchsleistungszentrum. Das hat natürlich viel mit unserem Fantarif, dem Zebrastrom, zu tun. Wir haben uns überlegt, als wir den Tarif gemeinsam im Haus gestrickt haben, welche Leistungen sind für den MSV-Fan interessant und wie können wir unser Engagement in Duisburg noch vielfältiger gestalten, auch gerade mit Blick auf den MSV. Und insofern lag es dann für uns nahe, die Basis, fundamentale Arbeit im Nachwuchsbereich zu unterstützen. Und insofern sind wir gerne hier und freuen uns darüber, diese Spende heute übergeben zu können. Jeder Euro helfe bei der Entwicklung junger Talente, betonte NLZ-Leiter Uwe Schubert. Das Geld könnte in die Organisation zukünftiger Trainingslager der U19 und U17-Mannschaft fließen. Überfüllte Bezirksämter. Bis zu 4 Stunden Wartezeit müssen Kunden derzeit für einen Termin in den Bezirksämtern einkalkulieren. Das zeigte nun ein Test von Radio Duisburg. Der Personalnotstand der Stadt zwang einigerorts sogar die kurzfristige Schließung einiger Bezirksämter. Wegen der strengen Haushaltsauflagen kann die Stadt aber keine neuen Mitarbeiter einstellen. Sie hofft, das Problem durch organisatorische Veränderungen abmildern zu können. Ein sogenannter Schnellschalter wird gerade für die Kunden eingerichtet, die beispielsweise nur eine Bescheinigung oder ihren Ausweis abholen müssen. Auszubildende werden derzeit eingearbeitet, um die Mitarbeiter in den Bürgerservice-Stationen zu unterstützen. Zudem soll es Automaten geben, an denen Wartemarken gezogen werden können. An Baustellen runter vom Gas. Die Industriegewerkschaft Bauen Agrar Umwelt Duisburg-Niederrhein appelliert an Autofahrer. An Baustellen sollten sie den Fuß vom Gas nehmen. Dort seien zu hohe Geschwindigkeiten und Drängelei ein besonders hohes Verkehrsrisiko. Gerade die Bauarbeiter, die zum Teil wenige Zentimeter neben der Fahrspur arbeiten, sind dabei besonders gefährdet. In Nordrhein-Westfalen wird nach Angaben der Bundesanstalt für Straßenwesen auf 488 Kilometern Autobahn gebaut. Gerade weil die Auslastung der Autobahn in den Sommermonaten besonders hoch ist, ist höchste Vorsicht geboten. Erste-Hilfe-Tipps vom Rettungsdienst. Der Rettungsdienst der Stadt Duisburg gibt kurz vor Beginn der Sommerferien Verhaltensratschläge für die Grillsaison. Als Faustregel gilt, bei schweren großflächigen Verbrennungen im Gesicht, an den Händen oder den Genitalien sofort den Rettungsdienst unter der 112 anrufen. Auch bei Verletzungen, die größer sind als ein Handteller, sollte in jedem Fall professionelle Hilfe gerufen werden. Bei kleinflächigen Brandverletzungen kann zur sofortigen Schmerzlinderung die Verbrennung mit normaltemperiertem Wasser ca. 2 Minuten gekühlt werden. Offene Wunden sollten schnell steril abgedeckt werden, damit sie sich nicht entzünden. Jährlich verletzen sich mehrere tausend Menschen beim leichtsinnigen Umgang mit dem Feuer. Der Rettungsdienst Duisburg rät deshalb als Vorsichtsmaßnahme, einen Eimer Wasser neben dem Grill zu platzieren. Die nächsten Tage werden in Duisburg vor allem eines bewölkt.
Heute zeigte sich hin und wieder die Sonne bei Temperaturen zwischen 12 und 21 Grad. Auch morgen gibt es zum Mittag eine dichte Wolkendecke und starken Wind. Dabei kann es vereinzelt zu kurzen Schauern kommen. Erst am Abend wird der Himmel klar und die Sonne lässt sich blicken. Das Thermometer erreicht Werte von bis zu 21 Grad. Bewölkt geht es dann auch am Wochenende weiter. Der Samstag bleibt den ganzen Tag über trocken, ebenfalls bei Werten bis 21 Grad. Das gleiche gilt für den Sonntag. Auch hier bleibt die Sonne hinter der Wolkendecke verborgen, bei Temperaturen zwischen 15 und 21 Grad. Der Verkehr bei Studio 47 wird Ihnen präsentiert von Ihrem Subaru-Autohaus Wingenta in Neumühl. Achtung an alle Autofahrer, auch morgen werden im Stadtgebiet wieder Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Unter anderem auf der Angermunder Straße in Rahm und auf dem Birkenweg in Wedau. Außerdem behindern Baustellen die freie Fahrt. In Hochheide ist die Dunkerstraße zwischen der Otto- und der Rheinpreußenstraße gesperrt. Grund dafür sind Straßenbauarbeiten, die bis zum 21. Juli dauern. In Marxloh wird außerdem auf der Feldstraße der Straßenkanal erneuert. Die Wanderbaustelle wird noch bis Mitte September bestehen bleiben. Solange ist die Feldstraße zwischen der Brunhildenstraße und der Ottostraße gesperrt. Studio 47 wünscht allen Verkehrsteilnehmern eine sichere und angenehme Fahrt.